Wir reden über Autos mit jede Menge Spaß. Herzlich willkommen zu Voice Over Cars. Hallo und herzlich willkommen aus der wunderschönen Toskana. Normalerweise gerannt für schönes Wetter, quasi super Wetter. Doch heute regnet es leider so ein bisschen, es nieselt so ein bisschen und deswegen habe ich mich nach innen verzogen. Hier, wo normalerweise die Pressekonferenz stattfindet, habe ich mir jetzt mal den Superb geschnappt. Das ist nämlich die dritte Generation, die im Juni als Limousine auf den Markt kommt. Ganz kurz was zur Geschichte. 2001 kam sie auf den Markt, die erste Superb-Limousine, die wurde dann bis 2008 gebaut. 2008 kam also die zweite Generation auf den Markt, 2009 dann sogar als Kombi und wir wissen alle, Deutschland ist ein Kombiland. 750.000 Fahrzeuge liefen bis dato vom Band von Generation 1 und 2 und wie gesagt, ab Juni kommt die Limousine auf den Markt und dann folgt quasi die dritte Generation und die hat es wahrlich in sich. Achtung, es folgt eine Liebeserklärung und das aus gutem Grund, denn der neue Skoda Superb ist meiner Meinung nach derzeit der beste bezahlbare Neuwagen, den ich in den letzten Jahren gefahren bin. Der neue Skoda Superb ist erneut ein Beleg dafür, dass die Marke zu Recht die Zulassungsstatistik bei den Importeuren anführt und vermutlich auch weiterhin auf Platz 1 stehen wird. Skoda hat den Octavia nachgeschärft, den Fabia attraktiv gemacht, mit dem Rapid ein neues Fahrzeug auf den Markt gebracht und nun kommt zur Krönung noch der Skoda Superb und ohne zu übertreiben kann man dieses Fahrzeug mit höherpreisigen Marken wie Audi, BMW und Mercedes-Benz vergleichen, denn bei Skoda stimmt nicht nur die Haptik, die Optik, die Technik, nein, es stimmt auch noch das Platzangebot und vor allem auch noch der Preis. Direkt ab Marktstart gibt es den kleinen 1,4 TSI mit 125 PS zum Basispreis ab, haltet euch fest, 24.590 Euro. Der kleinste Diesel kostet mindestens 26.490 Euro, das wäre dann der 1,6 TDI mit 120 PS. Der derzeitig größte Diesel, das ist ein 2 Liter TDI mit 150 PS, wird ab 28.190 Euro eingepreist und der teuerste Skoda Superb, der startet derzeitig bei 33.990 Euro und der hat dann 220 PS starken 2 Liter Turbobenziner unter der Haube. Damit geht es dann im besten Fall innerhalb von 7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der langsamste schafft den Sprint immer noch in 10,9 Sekunden. Doch will man mit so einer Limousine überhaupt schnell unterwegs sein? Man hat die Wahl, sportlich oder komfortabel. Die Auswahlmöglichkeit bietet auch das DCC, ein adaptives Fahrwerk, welches nun zum ersten Mal in den Skoda Superb einzieht. Und diese Option würde ich ziehen. Die 910 Euro sind gut angelegt. Im Sportprogramm lassen sich die Kurven, solange sie nicht ganz zu eng sind, räubern. Im Komfortmodus bügelt die nun etwas längere Limousine selbst die Unebenheiten der schlechten Fahrbahn in Italien weg. Ein tolles Fahrgefühl und wenn ich euch nun sage, dass ich hier auf den tollen kurvenreichen Strecken teilweise Einheimische eingeholt habe, glaubt ihr mir doch eh nicht, oder? Der neue Skoda Superb, der zeigt sich nachgeschäft. Er hat Ecken und Kanten und man kann sich auf den ersten Blick auch gar nicht satt sehen. Überall gibt es sowas zu entdecken. In den Scheinwerfern gibt es diese kleinen Lichtleiter. Die Sicht- und Schattenkanten strecken die Limousine ungemein und geben ihr diesen neuen sportlichen Touch. Die Rückleuchten verfügen über ein neues Lichtbild und trotzdem erkennt man auf den ersten Blick, das ist ein Skoda, Tradition verpflichtet halt. Technisch zeigt er sich aufgewertet, ohne aber den Preisbogen zu überspannen. So gibt es zum Beispiel optional den adaptiven Tempomat inklusive Stauassistent. Dieses System ist dann auch in der Lage, komplett bis auf 0 km/h herunterzubremsen und auch wieder selbstständig zu beschleunigen. Auf der Wunschliste kann natürlich auch noch der Totwinkelwarner, der Spurhalteassistent, der Ausparkassistent und so weiter. Und auch beim Infotainment gibt es optional Android Auto, Apple CarPlay und so weiter. Über eine eigene App kann man aus dem Funk zum Beispiel auch die neue Route in das Auto schicken, wenn man das denn möchte. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich gefunden. An der Front gibt es keine LED-Scheinwerfer. Für mich persönlich ist das Licht der Zukunft, sondern nur, in Anführungsstrichen, Xenon-Scheinwerfer mit einem optionalen adaptiven Fernlicht. Vermutlich wollte oder beziehungsweise musste man irgendwann dann doch die teureren Konzernbrüder nicht noch mehr das Wasser abgreifen. Platz ist in der kleinsten Hütte. Hier habt ihr aber eine große. 4,86 Meter lang, ohne Außenspiegel, 1,86 Meter breit und 1,46 Meter flach. Der Radstand beträgt ganze 2,84 Meter. Damit hat er den gleichen Radstand wie zum Beispiel ein kurzer VW T6 oder aber auch der kommende VW CC. Ausreichend Platz vorne. Gefühlt noch mehr Platz hinten. Seid ihr schon mal in der Businessklasse mitgeflogen, also auf so einen innerländischen Flug? Da gibt es auch keine größere Beinfreiheit. Nur eine Liegesitzposition, die fehlt noch dem Skoda Superb zum perfekten Reisemobil. Im Fond, da könnte man Tango tanzen. Richtig viel Platz bietet der Kofferraum. Reißt der Skoda Superb seine Klappe so richtig auf, dann hält er auch, was er verspricht. Ein Ladevolumen von 625 Liter stehen zur Verfügung und klappt man die hinteren Sitze um, dann sind es bis zu 1760 Liter. Die Heckklappe, die kann man natürlich zuschlagen, einfacher geht's mit Tastendruck, denn die lässt sich rein elektrisch öffnen und schließen. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich habe euch heute das beste Automobil aus dem MQB in der Preisklasse gezeigt. Punkt.
Die Jungs von Skoda haben mir dann noch gesagt, kleiner Scherz, die legen mir natürlich nichts ins Wort. Alles, was ich hier und heute frei erzählt habe, ist meine tatsächlich ernst gemeinte eigene Meinung, die ich mir selber hier machen konnte. Ich bin begeistert vom Skoda Superb. Falls ihr Fragen habt, gerne unten kommentieren. Wenn ihr Wünsche habt, ebenfalls. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein kleines Like da lasst. Und was ich euch auch empfehlen kann, schaut euch auch das Ausfahrt-TV-Video an, was der Jan Gleitzmann produziert hat. Der zeigt euch das Fahrzeug nämlich in der kompletten Fülle, quasi vorne, hinten, Kofferraum und so weiter. Ich umreiße das ja immer nur ein bisschen und wie gesagt, wer sich wirklich dafür interessiert, wie das Fahrzeug im Detail aussieht, der muss rüber zwischen zu Ausfahrt TV. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Voice over Cars. Und das war's.